So, okay, die umkesseln uns anscheinend. So, weg mit ihnen. Okay, der hat keine Waffe. Der hat, was ist das denn? Hey Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 Alice für die Fahrer. Heute machen wir mal was ich so noch nie auf diesem Kanal gemacht habe. Und zwar werden wir heute als Spezialeinheit des FIB, also des FBIs, quasi des Geheimdienstes, unterwegs sein. Und ja, das wird auf jeden Fall mega cool. Wir sind gerade hier am FIB-Hauptquartier, aber werden dann demnächst hier so ein bisschen in der ländlicheren Umgebung auf Streife fahren. Denn da ist die Gang-Aktivität, wie ich gehört habe, ein bisschen höher heute. Und deswegen werden wir da mehr gebraucht. Ich würde sagen, wir machen uns dann jetzt gleich auf den Weg zu unserem Einsatzgebiet und dann beginnt unsere Streife bzw. unsere Schicht heute erst richtig. So Leute, nicht mehr weit und dann sind wir auch schon in unserem Einsatzgebiet für heute. Ich muss auf jeden Fall sagen, die Uniform mit den Brillen, das sieht ziemlich nice aus, wenn man hier so vorne reinguckt. Auf jeden Fall, ihr habt es auch schon gemerkt, wir sind heute mal wieder mit der amerikanischen Polizei unterwegs. Aber keine Sorge Leute, es kommen natürlich auch weiterhin Folgen, wo wir als deutsche Polizei spielen. Nur ich wollte halt ein bisschen Abwechslung reinbringen und weil wir eben in Amerika das FBI haben, denke ich mal, ist es ganz cool, wenn wir eben als FBI mal spielen, weil ich habe es halt, wie gesagt, noch nie gemacht. Und deswegen werden wir heute eher mal wieder so ein bisschen die krasseren Einsätze entgegennehmen. Und ihr seht es auch gerade schon, Leute, wir haben hier eine Dashcam. Das ist in Amerika eigentlich so üblich. In Deutschland kommt das jetzt auch mittlerweile ganz langsam. Und zwar haben die Polizeifahrzeuge immer vorne eine Kamera dran. Und das ist quasi hier die Kamera, die filmt dann eben, was so alles passiert während Verfolgungsjagden oder während Verkehrskontrollen. Und mit der können wir jetzt quasi auch mal so gucken, wie die Sicht aus dieser Kameraperspektive eben aussieht. So, nein, was haben wir da? Okay, Leute, was haben wir denn da? Ja, eigentlich ist das hier für die Streifenpolizei sowas, so ein Flitzer, aber ich würde sagen, den knöpfen wir uns hier einfach mal vor, wenn wir den schon sehen. Was ist denn das für ein Fahrzeug überhaupt? Der flitzt hier einfach lang. Okay. Ja, also auf jeden Fall fährt er hier nicht wirklich auf der Straße und ein bisschen zu schnell. Hallo, die Herren. Ja, wir machen mal kurz eine kleine Überprüfung. Deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt auch zum Glück einen Polizeicomputer, weil wir ja hier bei der amerikanischen Polizei sind. Das heißt, wir können jetzt einfach mal den Polizeicomputer öffnen, loggen uns hier ein und gucken da einfach mal nach. So, das Fahrzeug vor uns hat dieses Nummernschild hier und wir sehen auch schon, alles ist eigentlich in Ordnung. Der Fahrer ist anscheinend 73 Jahre alt, okay, aber sonst ist wirklich hier alles in Ordnung. Gut, dann würde ich sagen, reden wir mal kurz mit denen und danach kümmern wir uns dann auch um die richtigen Einsätze. Nee, wir müssen jetzt nicht die ganz krassen Waffen rausholen. Ja, einen wunderschönen guten Tag. So, ist ein kleiner Zufall, dass ich Sie hier angehalten habe. Nicht wundern, dass wir so schwierig equipped sind oder so schwer equipped sind. Aber bitte einen Ausweis, damit ich überprüfen kann, ob das Ihr Fahrzeug ist. So, ja, wir sehen es, das ist genau der gleiche Name, der uns hier auch im Computer als Fahrzeuginhaber angezeigt wurde. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal nicht so viel Stress, drücken noch im Auge zu, fahren Sie bitte demnächst ein bisschen langsamer. Gut, Leute, ich würde dann sagen, die fahren jetzt weiter, haben eine mündliche Verwarnung bekommen und wir können dann jetzt auch erstmal auf unseren ersten Einsatz warten und hier ein bisschen rumfahren. So, alles klar, wir werden hier gerade irgendwie angeschossen. Ich weiß nicht, was gerade abgeht. Ich wollte eigentlich zur Wache fahren, beziehungsweise wir sehen hier gerade eine Person, die schießt hier um die Gegend. Okay, ja, alles klar, ist anscheinend irgendein Gangmitglied. Hallo der Herr, nehmen Sie mal sofort die Waffe runter. Sofort die Waffe runternehmen. Hallo, hören Sie mich? Waffe runter! Alles klar. Okay, ja, Leute, da muss man immer mal die Herren ein bisschen anschreien, damit die hier aufwachen aus ihrem Schlaf oder was auch immer. Gut, wir brauchen hier einmal bitte einen RTW. Alles klar, ist anscheinend nur ein einzelner Täter. Ich gucke mich mal hier ein bisschen um. Ah, okay. Okay, was ist denn das jetzt hier? Was ist das jetzt hier? Was geht hier ab, Leute? Hallo, alles okay? Weil... Ja, wir brauchen hier einmal bitte die Streifenpolizei. Ich weiß nicht, was hier gerade abgeht, alles. Okay. Ja, anscheinend die Leute... Was machen? Hallo, was... Okay, Leute... Ich hab hier gerade gar nichts mehr. Was geht hier ab? Okay, ich habe mal die Kollegen hier von der Streifenpolizei angefordert. Leute, ganz viel Stress hier. Was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Illegale Straßenrennen oder was? Okay, ja, an die Streifenpolizei kümmern. Ja, die kümmern sich anscheinend drum. Die schießen ja irgendwie wild um sich. Ja, Kollegen, genau. Ja, wir haben ja anscheinend eine Polizistin, die ein bisschen rumgeschossen hat und begrüßt. Leute, was ist hier nur falsch gerade? Was ist hier nur falsch? Ja gut, also die Kollegin hier hat anscheinend irgendwie auf Leute geschossen, ohne Genehmigung, einfach so. Da haben meine Kollegen jetzt ein bisschen zu hart durchgegriffen. Also, ja, an die Kollegen, greift nicht die normalen Polizisten an. Ja, die hat zwar jetzt ein bisschen falsch gehandelt, aber... Oh Mann, was ist hier nur wieder los? Was geht hier mit den Leuten ab? Ich werde hier dauernd überfahren, ey, okay. Jetzt kommen hier noch mehr Leute zu, die uns angreifen. Ey, was ist denn jetzt los, bitte? Was ist denn hier los? Ich wollte jetzt einmal so eine seriöse Folge aufnehmen und dann passieren solche Dinge. Nehmen Sie mal die Hände hoch. Ja gut, Leute, ich würde sagen, wir wechseln am besten mal das Einsatzgebiet.
Okay, Leute, das eben war also eine kleine Ausnahmesituation. Ich hoffe, das bleibt erstmal ein Einzelfall. Da kam halt gerade alles aufeinander. Erstmal schießt eine Person wild um sich, dann hatten die anderen Fahrzeuge irgendwie Angst und dann auch noch eine Polizistin, die einfach irgendwie random auf andere Leute geschossen hat. Also da kam gerade wirklich alles aufeinander. Ich hoffe aber, jetzt geht's erstmal ein bisschen ruhiger zu und wir bekommen ein paar Einsätze hier für das FIB. Aber ansonsten fahren wir hier eben ein bisschen rum und halten eben Ausschau nach irgendwelchen Drogendealern oder sonstigen Straftätern. So Leute, nun kam endlich mal ein Einsatz rein, der wirklich hier für den Geheimdienst, also für uns, für die Spezialeinheit des Geheimdienstes geeignet ist. Nämlich der Geheimdienst wird ja eigentlich immer eingesetzt, wenn die Sicherheit des Landes irgendwie in Gefahr ist, die innere Sicherheit, ja meistens zumindest. Und auf jeden Fall Leute, haben wir jetzt einen Einsatz bekommen, nämlich befindet sich hier aktuell eine Person irgendwo vor uns in einem Auto, die gesucht wird, da sie Kontakte zur IS, sprich Kontakte zu einer terroristischen Vereinigung hat. Und das könnte natürlich eine große Gefahr hier für uns werden, diese Person, wenn die auf freiem Fuß ist. Wie gesagt, die hat hier Kontakte zu einer Terrororganisation und deswegen müssen wir diese sofort stoppen. Dafür wurden wir jetzt erstmal hier vom Geheimdienst eingeschaltet, um da ein bisschen professioneller zu agieren, als wenn das jetzt irgendwie die Streifenpolizei macht. Auf jeden Fall, die Person ist momentan, ja, die weiß noch nicht, dass wir ihr auf den Fersen sind, dass wir eben hier hinter ihr sind, aber spätestens gleich wird sie es erfahren, wenn sie hier das Blaulicht sieht und ja, sieht, wie wir die hier anhalten. So, das Fahrzeug direkt vor uns ist es auch schon. So, wir sehen schon, er wird ein bisschen schneller. Alles klar. Ja gut, unser Fahrzeug ist aber auch relativ schnell und gut gepanzert. Wir haben jetzt leider nicht mehr, ja, die volle Kraft unserer schusssicheren Weste, weil wir eben gerade ein bisschen angeschossen wurden. Aber ich würde sagen, wir geben dann jetzt mal gleich das Anhaltesignal. Hallo. Hallo, einmal bitte anhalten. Oh, oh, alles klar. Okay. Okay, ich glaube, das war ein kleines Fluchtmanöver. Zwei Personen sind da drin. Zwei Personen benötigen da gleich mal ein bisschen Verstärkung. Okay, alles klar. Ich weiß nicht, was die gerade vorhaben. Hallo, die Herren, können Sie bitte ein bisschen, genau, das ist, ja, jetzt haben wir die wenigstens im Blick, die könnten natürlich jetzt direkt auf uns schießen. Wir bräuchten ja einmal bitte Verstärkung bei der Verkehrskontrolle. So, ich habe erstmal noch ein bisschen Verstärkung hier angefordert, dann kümmern wir uns jetzt mal drum. Es kann natürlich auch sein, dass die beiden Damen hier kooperativ sind, aber eben, die sind jetzt hier gemeldet, dass sie irgendwie konnten. Hallo, bleiben Sie bitte im Fahrzeug sitzen, ja? Bleiben Sie bitte, alles klar, okay, aktuell, wir haben den Angriff. Okay, Kollege, schießen. Ja, nein. Okay, mein Kollege hilft jetzt auch erstmal. Hallo, nehmen Sie die Waffe runter. Okay, alles klar. Alles klar. Was ist mit der hier? Die hat ein Messer oder sowas. Okay, die haben wir. Die haben wir. So, die hat noch eine Waffe. Okay, Leute, da habt ihr es gesehen. Da habt ihr es gesehen. Also man muss ja immer hier, wenn man irgendwie ein Fahrzeug kontrolliert und die beiden Personen aussteigen, da muss man immer vom Schlimmsten ausgehen. Boah, deswegen bei einer Verkehrskontrolle immer sitzen bleiben, aber die hatten ja wirklich Böses im Schilde, wollten uns hier angreifen. Ja, die wussten anscheinend, dass wir sie hier... Oh, okay, es wird weiter geschossen. Anscheinend kommen hier weitere Leute an. Okay. Ja, die Kollegen von der Streifenpolizei, die sind hier auf jeden Fall schon uns am Unterstützen. Ich weiß gar nicht, was hier gerade genau abgeht. Okay, von irgendwo werde ich noch beschossen. Ich werde hier auf jeden Fall noch von irgendwo angegriffen. Ich weiß nicht, von wo genau. Aber ich habe irgendwie ein paar Schüsse abbekommen. Okay, da hinten anscheinend irgendwo. Ja, eine Person mit einem Messer, aber keiner mit einer Schusswaffe. Na, was ist denn hier los? Okay, alles klar. Gut, ey. Nehmen Sie mal das Messer aus der Hand, ja? Na gut, der Person kann, glaube ich, nicht mehr geholfen werden. Ne, ne, ja gut. Okay, wir bräuchten einmal bitte einen RTW. Alles klar, Leute. So, hier ist das Fahrzeug der Täter. Ich würde sagen, wir kontrollieren das einmal kurz. Ja, war gerade ein bisschen stressige Situation. Ich hoffe mal, hier sind keine Bomben drin. Ansonsten müssen wir das gleich natürlich hier erstmal, ja, abschleppen lassen. Okay, wir haben hier eine benutzte Spritze, gefälschtes Geld und Heroin gefunden und eine Sonnenbrille. Aber auf jeden Fall, wir haben hier Heroin, gefälschtes Geld gefunden in dem Fahrzeug. Unten links sehen wir es. Das heißt, wir können das erstmal auch abschleppen lassen. Auf jeden Fall. Okay, Abschleppdienst ist informiert. Rettungskräfte kümmern sich jetzt erstmal um die verletzten Personen hier. Ja, und gegebenenfalls bräuchten wir dann jetzt auch noch Gerichtsmediziner. Fordere ich dann jetzt erstmal an. Und dann warten wir hier kurz, bis hier so alles einigermaßen aufgeräumt ist. Leider hat es anscheinend auch einen Kollegen von uns erwischt. Der Polizeioffizier hier wurde wahrscheinlich eben von den Terroristen hier angegriffen. Deswegen, ja. Naja, leider ist hier ein bisschen was schief gegangen. Wir haben auch jetzt noch einen neuen Einsatz bekommen. Und zwar anscheinend ist hier ein Überfall in der Planung. Ein Banküberfall oder sonstiges. Ja, da müssen wir einmal gleich mal anrücken. Mir fällt auch gerade auf, irgendwie unser anderer Kollege ist weg. Also wir hatten ja irgendwie drei Kollegen und... Ja, ich habe ja nur noch einen. Auch die ganze Zeit schon irgendwie. Also bis auf den Anfang. Also irgendwie einen Kollegen haben wir irgendwo verloren. Ich glaube, der hatte keine Lust mehr oder sowas. Ich weiß es nicht. So, Kollege, alles ist gut. Du musst jetzt hier nicht schießen. Alles ist gut.
Okay, ja, mein Kollege ist hier ein bisschen durch den... Obwohl, wird hier wieder geschossen oder was? Wir haben eigentlich schon wieder einen nächsten Einsatz. Okay, irgendwo schießt wieder jemand. Achso, das ist ein Cop, okay. Er ist ja ein Polizeikollege gewesen. Ich weiß nicht, was hier immer abgeht. Aber auf jeden Fall, die Unfallstelle ist soweit dann wieder hier, ja, frei. Die Streifenpolizei kümmert sich jetzt noch ein bisschen rum. Und dann würde ich sagen, ansonsten, Kollege, einmal bitte einsteigen. Wir müssen uns dann jetzt hier um den geplanten Überfall kümmern und da gegebenenfalls dann die Leute eben stoppen. Die Einsatzleitung beobachtet gerade die verdächtigen Personen aus der Luft und kann uns deswegen auch immer so einen genauen Standort eben von diesen Personen geben. Die befinden sich hier. Da vorne sehen wir auch schon die Wagenlichter. Auf jeden Fall ist es so, dass die verdächtigt werden. Also es besteht der dringende Tatverdacht, dass diese Personen eben hier einen Überfall oder eben was Ähnliches vorbereiten. Deswegen müssen wir mal gucken, die sollten uns eigentlich bemerkt haben. Ich weiß gar nicht, was wollen die denn hier überfallen, oder? Wollen die hier nur irgendwie so einen komischen Waffendeal machen? Hallo? Alles klar. Was ist denn hier los? Okay, anscheinend sind die ein bisschen nervös geworden, weil die uns hier gesucht haben, Kollege. Ich glaube, die beschießen uns nicht, oder? Hey, steigen Sie mal bitte aus dem Fahrzeug raus. Einmal bitte aussteigen, nehmen Sie dann einmal bitte die Hände hoch. Einmal bitte. Okay, der hat eine Waffe, der hat eine Waffe, der wollte auf jeden Fall schießen. Okay, mein Kollege, was macht der? Das ist ja anscheinend noch ein Angreifer oder so. Ja, okay, hier ist einer, hier ist einer. Okay, Kollege, super reagiert, alles gut. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Nicht, dass er noch seine Waffe packt. Wo ist der andere? Mist, okay, der ist irgendwie weggerannt, oder? Scheiße, wir haben jetzt den anderen verloren und der hatte noch eine Waffe. Hier hinten ist noch jemand drin, oder? Kollege, der schießt ja mal auf die Tür. Hier muss doch irgendwas drin sein. Ah, ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall noch einen verloren. Kollege, steig mal bitte ein. Hier sieht man auch so schlecht, weil es ist eben Nacht. Kollege. Okay, ich weiß nicht. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch mal ein bisschen Verstärkung. Ein Täter ist geflohen. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, wie wir das hier jetzt aufbekommen. Moment. Wir gucken mal. Kollege, er schießt mich jetzt. Ey, Kollege, kannst du mal bitte hier aufhören zu schießen? Ja? Danke. Okay. Ja, mein Kollege, der schießt ja immer weiter. Ich weiß nicht, irgendwas ist hier anscheinend drin. Können wir das einmal aufmachen? Okay, so, kommen Sie bitte da raus, wer auch immer da drin ist. Sofort rauskommen. Sofort da raus, ja? So, mal gucken, ob sich hier was bewegt. Auf jeden Fall ist ja noch jemand drin. Mein Kollege, der geht auch näher dran jetzt. Irgendwo muss ja noch jemand drin sein. Also, ich habe mich jetzt erstmal hier in dieses Fahrzeug reingesetzt, damit wir das ein bisschen besser positionieren können. Ja, okay, da sind noch welche drin. Gut, jetzt kommen sie raus. Jetzt kommen sie hier raus. Lassen sich auch relativ leicht ver... Einer rennt weg. Okay, Kollege, verhafte den Clown hier. Verhafte den Clown, ich kümmere mich um den anderen. So, bleiben Sie mal stehen, sonst muss ich sie tasern. Ja? Stehen. Alles klar. So, nehmen Sie mal die Hände hoch. Also, mein Kollege hatte anscheinend einen sehr guten Riecher. Der hat da drin sofort welche gehört, die da anscheinend noch drin waren. Und jetzt sind sie dann auch endlich rausgekommen. Das Problem ist, eine Person ist jetzt noch flüchtig, die eine Waffe hatte. Die ist irgendwie, ja, an uns vorbeigelaufen. Ist ja hier ziemlich dunkel alles. Bis auf unser blaues Licht hier, blau und rotlicht, sehen wir ja auch nicht wirklich viel. Also wäre das nicht da, würden wir gar nichts sehen. Dann würde ich sagen, an die Streifenkollegen, kümmert euch da mal bitte um den. Ja, ich habe auch gerade mitgeteilt bekommen, dass der andere wohl von der örtlichen Polizei hier verhaftet wurde, also der hier geflohen ist. Von daher wäre dieser Einsatz dann auch erstmal für uns erledigt. Sie bleiben mal bitte hier liegen. Wir haben ja aber noch eine verletzte Person, das heißt, den RTW kontaktiere ich auch. Und ansonsten übergebe ich dann an meine Kollegen da hinten von der Streifenpolizei, die da noch so ein bisschen stehen, ne? So Leute, wir waren jetzt hier erstmal gerade kurz tanken. Ich hole mir jetzt eine schusssichere Weste aus dem Fahrzeug raus, damit ich auch für den nächsten Einsatz ein bisschen gewappnet bin. Hab jetzt auch mal hier mein Munitionslager ein bisschen aufgefüllt und eigentlich sind wir beide jetzt hier auch wieder bereit für die nächsten Einsätze. Also falls wieder was reinkommt, sollten wir eigentlich, ja, so schnell es geht, da wirklich reagieren können. Okay Leute, irgendwie hören wir hier gerade Schüsse. Also ich weiß nicht, was heute wirklich hier los ist. Überall, wo wir sind, passiert irgendwas. Ja, da sehen wir schon wieder hier einer, der irgendwie... Auf was schießt denn der überhaupt? Ich verstehe nicht, dass Leute irgendwie immer hier so auf dem Straßenrand stehen und dann auf irgendwas schießen müssen. So, ich würde sagen, sie nehmen mal ganz schnell die Waffe runter. Okay, alles klar, schießt auf uns. Nehmen Sie mal die Waffe runter. Waffe runternehmen, hallo, ich sehe sie doch im Gebüsch. Das ist wirklich kein gutes Versteck hier gewesen. Ja, alles klar, was ist denn... Okay, hier wird noch mehr geschossen. Anscheinend hier eine kleine Schießerei, irgendwo habe ich noch mehr Schüsse gehört. Okay, Kollege, alles gut bei dir? Wo bist du? Ja, Mann. Okay, da vorne sind Schüsse. Alles klar, also hier für die Streifenpolizei, RTW, wir kommen uns um die weiteren Schüsse hier. Kollege, komm mit. Irgendwo sind hier, also von hier hinten kam auf jeden Fall von diesen Satellitenschüssen oder was das auch immer sein soll, kamen hier auf jeden Fall irgendwelche Schüsse noch. Ja Leute, also ich weiß nicht, irgendwie hier Schießereien, die Leute immer machen, keine Ahnung. Da sind wir auf jeden Fall hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Da hatten wir das hier erstmal unterbinden können. Okay, irgendwie hier oben sind die, oder? Ja, wir gehen mal hier drauf. Ja, jetzt hier oben war ich auch noch nie, ne? Muss man auch sagen. Okay, komm. So, mal gucken. Was geht denn hier ab? Ist von hier oben, findet von hier oben irgendwie eine Schießerei statt? Weil ich meine, der Herr hat auch irgendwie nach oben geschossen, aber halt in eine andere Richtung.
So, wir müssen uns einfach nur mal hier sicher gehen. Ne, hier ist nichts. Es geht aber noch weiter nach oben. Okay, nicht, dass wirklich hier irgendwie Schützen drauf sind. Ja, das wäre nämlich nicht so vorteilhaft. So, wir rollen uns mal hier runter. Ja, wir sind ja sportlich. Okay, da habe ich mich ein bisschen überschätzt. Alles klar. Nee, aber ansonsten, ich kann ja erstmal keinen feststellen. So, Moment, nach oben leuchten. Na gut. Nee, aber Schüsse habe ich auf jeden Fall hier irgendwo gehört. Okay, wir sind jetzt hier wieder zurück am Einsatzfahrzeug. Die Person wurde gerade hier erstmal vom Krankenwagen bzw. vom Rettungsdienst behandelt. Ich weiß gar nicht, ob die es geschafft haben. Nee, anscheinend nicht. Gut, ja, da wollte ich nur mal sicher gehen. Das heißt, Gerichtsmediziner können wir ja anfordern, dem Herrn ist nicht mehr zu helfen. Das Fahrzeug schleppen wir jetzt auch ab und ansonsten haben wir schon einen weiteren Auftrag bekommen. Und zwar müssen wir jetzt eine Verhaftung durchführen. Dafür ist das FIB natürlich auch immer mal bekannt, dass wir eben Verhaftungen durchführen, eine Wohnung stürmen oder sonst was. Das passiert ja in Amerika fast jeden Tag. Auf jeden Fall ist es so, dass wir hier... Nein, Sie pinkeln nicht gegen meine Karre. Ich kenne Leute wie Sie. Gehen Sie... Nein, nein, bitte nicht. Bitte pinkeln Sie da nicht gegen. Ja? Okay, ich weiß schon, was der gleich machen wird. Deswegen fahren wir hier lieber weg. Ja, der wird gleich nämlich hier schön auf den Weg pinkeln. Aber dafür haben wir jetzt erstmal keine Zeit, uns um den zu kümmern. Das können ja gerne die Gerichtsmediziner machen oder sonst wer. Ja, da fließt es auch schon. Gut, denn wir müssen jetzt, wie gesagt, eine, ja, risikoreiche Verhaftung durchführen. So wurde uns das Ganze mitgeteilt. Anscheinend eben eine Person... Eine Person, die verhaftet werden muss und das hat irgendwie einen, ja, ist ein ganz hohes Risiko. Das heißt, wir haben hier, ja, eine ganz gefährliche Person. Ich weiß jetzt nicht, wie die Person auf die Verhaftung reagieren wird. Wir müssen natürlich hier ein bisschen überraschend dahin kommen, damit die jetzt nicht direkt, ja, uns hört, wie wir anfahren und sich irgendwie vorbereiten kann. Deswegen wird das Ganze schon mal ein bisschen spannend. Ja, die Leitstelle, oh, tut mir leid, die Leitstelle hat, wie gesagt, eben nur vor dieser Person gewarnt. Wie viel da jetzt dran ist, weiß ich auch nicht. Also, ja, wir gucken uns das Ganze mal an. Zum Glück haben wir hier einen Kollegen mit und werden das Ganze dann regeln. Aber wirklich, Leute, wie cool einfach hier das mit den Sonnenbrillen und der Uniform aussieht, ja. Einfach mega, mega geil. So, okay, gut. 200 Meter haben wir noch, dann sind wir auch schon da. Ich würde sagen, blau... Oh! Okay, Leute, ja, also das Fahrzeug lenkt sich wirklich ein bisschen schwer. Jetzt haben wir hier ein kaputtes Licht. Müssen wir gleich reparieren. Okay, also 100 Meter haben wir noch. Ich glaube, der hat uns aber jetzt locker gehört hier, wie wir in den Vorgarten da drüben gekracht sind. So, das ist er, glaube ich, nicht, ne? Nee. Gut, hier wohnt der anscheinend. Hier wohnt der anscheinend. So, okay, wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Da vorne ist er. Der hat anscheinend irgendwie auf uns gewartet. Zwei Personen. Benötigen Verstärkung. Benötigen Verstärkung. Okay. Nein, 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 nein. Was mache ich da? Alles klar. Okay, Kollege. Kollege, wir werden angegriffen. Panikbutton könnte ich auch nochmal drücken. Panikbutton. Okay, nein. Das ist der Nachteil am Panikbutton. Deswegen drücke ich den meistens nicht. So, okay. Alles klar. Da vorne ist noch einer. Eine Dame anscheinend. Okay, Kollegen. So, danke, danke für euer Erscheinen hier. Das ist das örtliche SWAT-Team. Ihr seht, haben ein bisschen bessere Ausrüstung. Danke, dass sie so schnell gekommen sind. Aber hier ist erstmal alles in Ordnung. Also, ja, anscheinend ist das hier irgendwie die gesuchte Person. Die hat jetzt irgendwie noch, ja, seine Frau hier mit reingerissen. Oh, die hat sogar ein Video von uns gemacht. Ja, ich hoffe mal, der Einsatz ist gut gelaufen, ja? Dann können wir die Kamera direkt gleich erstmal verwerten hier. So, ich bin gerade dabei, bis der Rettungsdienst hier eintrifft, ja, das Ganze ein bisschen abzusperren, damit die Anwohner hier jetzt nicht irgendwie auf den Tatort laufen. Gegebenenfalls müssen die Gerichtsmediziner sich nämlich auch noch darum kümmern. Aber ich sperre das Ganze so ein bisschen grob ab. Und dann hoffen wir einfach mal, dass die Rettungskräfte hier auch ein bisschen was hinbekommen, ja? Also ansonsten, wenn die Täter hier das Ganze nicht überleben sollten, können wir eigentlich jetzt schon mal die Gerichtsmediziner rufen. Ja, okay. Ja, die Rettungskräfte geben anscheinend jetzt auf. Der Teil ist, die Gerichtsmediziner können jetzt erstmal anrücken. Nee, da sind sie nicht. Das ist noch ein Rettungsdienst. Gut, wir warten kurz auf die Gerichtsmediziner und ansonsten wäre dieser Einsatz dann auch für uns erledigt. Auf jeden Fall waren diese Personen hier, die wir verhaften müssen, ein bisschen gefährlicher als erwartet. Aber wir wurden ja auch von der Leitstelle eigentlich gewarnt. So Leute, die Gerichtsmediziner sind jetzt erstmal eingetroffen, also hier wäre dann alles erledigt, Einsatz erfolgreich abgeschlossen und gut, wir haben auch schon den nächsten Einsatz bekommen und zwar anscheinend bereitet hier jemand aktuell einen Bombenanschlag oder sonstiges vor, also eine Person wurde gerade mit einer Bombe hier in unserem Einsatzgebiet entdeckt und da müssen wir natürlich jetzt erstmal hier anrücken und uns um das Ganze kümmern, nicht dass er sich hier noch in die Luft sprengt vor unseren Augen. So, wir setzen uns mal davor und dann würde ich sagen, hallo, einmal mit dir den Händen nehmen. So, der Herr, was haben Sie denn an der Hand? Hände hochnehmen, nicht weitergehen, nicht weitergehen. Nehmen Sie die Hände hoch. Ja, ganz, okay, was ist denn das? Haben Sie da eine Bombe mit? Okay, ich nehme das mal, ja? So, okay, was hatte der? Ja, der hatte auf jeden Fall Haftbomben mit. Gut, wir reden mal mit dem Herrn, nehmen Sie trotzdem mal die Hände hoch, zu meiner eigenen Sicherheit, ja? Zu meiner eigenen Sicherheit werde ich Ihnen jetzt erstmal Handschellen anlegen. So, okay, jetzt können wir noch mit dem reden. So. Ja gut, mit uns reden will der Herr nicht, aber wir konnten auf jeden Fall jetzt erstmal ganz schnell noch die Haftbomben hier feststellen. Also der wollte anscheinend irgendwas machen, der ist aber wirklich verwirrt gewesen hier. Der ist einfach so, ja, sag ich mal, straight gerade ausgelaufen,
hat auf uns nicht reagiert, deswegen ja, konnten wir jetzt erstmal aber festsetzen. So, die Kollegin nimmt jetzt erstmal hier den Tatverdächtigen mit auf die Wache und wird den dann noch ein bisschen verhören. Für uns hat sich das Ganze dann auch hier erledigt, dieser kleine Einsatz. Und ich würde sagen, dann können wir jetzt auch wieder einsteigen und dann eben weiter auf Streife fahren, beziehungsweise mal gucken, was wir noch so für Einsätze jetzt erhalten. Ja, da haben wir nochmal einen Einsatz bekommen. Und zwar müssen wir anscheinend nochmal eine Verhaftung vornehmen. Also heute, ja, eine Verhaftung nach der anderen. Wir gucken mal, wie diese Verhaftung jetzt laufen wird, ob die Täter auch wieder aggressiv sind oder eben nicht. Ein Foto von den Verdächtigen wurde uns anscheinend an unser, ja, an unser Telefon gesendet. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal die Verhaftung durchführen. Ich weiß aber nicht, es ist ja jetzt auch schon hier irgendwie früher morgen. Es könnte auch sein, dass die Täter jetzt nicht mehr vor Ort sind, irgendwie schon zur Arbeit gegangen sind oder nicht. In der Nacht ist es natürlich besser, wenn man, oder ich meine am ganz frühen Morgen ist es natürlich besser, wenn man solche Einsätze macht, weil da die Leute meistens noch am Schlafen sind oder eben ja, ziemlich müde noch. So, aber gut, ich würde sagen, 300 Meter haben wir noch. Das Ganze ist hier. Es kann natürlich auch sein, dass diese Personen, die wir jetzt verhaften müssen, irgendwie in Verbindung mit den anderen Personen stehen, die wir vorhin verhaftet haben und die dann eben geschossen haben. So, wir sind jetzt aber ein bisschen vorsichtiger und gucken uns ein bisschen um. Denn wie wir gerade gemerkt haben, war es ja so, dass die Personen irgendwo auf uns gelauert haben und dann irgendwo bei einer Ecke standen und dann einfach auf uns geschossen haben. Also die wussten irgendwie schon, dass wir kommen. Deswegen müssen wir jetzt hier mal ein bisschen vorsichtiger sein. Wir fahren aber trotzdem mal an. Okay, da vorne sehe ich schon drei Personen. Da vorne aber das müssen... Oh, okay, das sind die Tatverdächtigen. Okay, die schießen anscheinend auch schon auf uns. Ich weiß nicht, wieso die immer auf uns schießen. So, okay. Wir bräuchten einmal bitte ein SWAT-Team. Ich hole einfach nur mal ein paar SWAT-Leute hier. SWAT-Team, nein, bleib in der Deckung. Okay. Nein, Alter. Was ist denn hier los? Ich will in der Deckung bleiben. Okay. So, SWAT-Team ist angefordert. Oder würde ich sagen, beginnt der Spaß auch. So, wo kommen die? Wir warten noch ganz kurz, bis die ersten Einheiten antreffen. Das ist ein bisschen sicherer für uns. So, okay, die umkesseln uns anscheinend. So, weg mit ihnen. Okay, der hat keine Waffe. Was ist das denn? Okay, ja, da habe ich die ein bisschen unterschätzt. Die hatten anscheinend wohl doch ein paar, ja, krassere Waffen oder haben auf unseren Tank geschossen oder sowas. Ah, schade. Ja, Leute, da kann es auch mal passieren, dass hier das FIB an seine Grenzen stößt. Gegen sowas waren wir einfach nicht gewappnet und ich hätte das jetzt auch echt nicht gedacht, dass bei so einer Verhaftung jetzt einfach die Leute nochmal auf uns draufschießen. Mein Kollege ist anscheinend noch hier im... Oh, hallo. Ja. Schön. Mein Kollege ist anscheinend noch im Einsatz verwickelt. Wir fahren jetzt einfach nochmal hin und gucken, ob da die Täter gegebenenfalls noch vor Ort sind oder ob die Polizei da immer noch gegen die Täter kämpft. So, ich habe jetzt erstmal ein richtig krasses Tempo drauf. Gleich sind wir auf jeden Fall da, hier bei der Scheune, wo das Ganze vorgefallen ist. Wir gucken einfach mal, ob die Täter noch da sind oder unser Kollege noch hier ist. Aber ich glaube, nee, alles sieht wirklich hier ganz normal aus. Als ob hier nichts gewesen wäre. Okay, ja, anscheinend sind die Täter nicht mehr vor Ort. Die Streifenkollegen, die Polizei und ja, die SWAT-Einheiten, die hier quasi noch angerückt sind, haben das anscheinend hier noch alles erledigt. Wo mein Kollege jetzt ist, weiß ich wirklich nicht. Aber Leute, ich würde noch sagen... Achso. Hä? Mein Kollege ist drin gewesen in meinem Fahrzeug? Wie hast du das denn geschafft, ohne dass ich das bemerkt habe? Aber gut, der hat anscheinend hier seinen Helm abgenommen. Aber Leute, ich würde dann jetzt auch sagen, das wäre es dann von diesem Video. Wenn euch diese kleine Special-Folge mit dem FIB gefallen hat, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.